Ja, hallo, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Freunde von Bad Cannstatt. Man hat fast das Gefühl, ein Hitchcock-Film zu sein. Die Vögel, sie kreisen zwar nicht, aber sie krähen über uns, unserer schöner Stadtkirchenturm, zu dem ich dann auch einen eigenen Film machen werde, liegt im Morgenlicht. Und ich selber bin jetzt hier am Holzmarkt. So hieß dieser Markt früher, heute ist der Name im Prinzip vergessen. Hier war auch eins der Marktbrunnen, heute der Polizeibrunnen ist. Und das heutige Thema sind diese beiden Gebäude hier. Und zwar rechts das Gasthaus zum Goldenen Löwen. Jetzt fliegen die Vögel doch. Das, so wie es dasteht, im Wesentlichen aus dem 16. Jahrhundert stammen dürfte. Einen sehr schönen Renaissance-Erker hat. Und daneben das sogenannte alte Spital, das wahrscheinlich nie Spital war, sondern städtisches Lagerhaus und das um 1900 groß umgebaut wurde. Wir gehen jetzt mal ein bisschen näher ran und gucken uns mal ein paar Details an. Jetzt wackelt es natürlich wieder, das kennen Sie schon. Meine Mitvorständlerin Gabi Leicht hat mir schon ein Stativ angeboten, aber Stativ hieße, ich könnte mich trotzdem nicht bewegen. Und ja, Bewegung ist halt wichtig. Hier sieht man es, gerade eben gab es einen Pächterwechsel. Sehr schön auch unten am Erker der Konsolstein. Ein bisschen größer. Der also typisch aus der Renaissancezeit ist. Mit seiner Art von Verzierung, die einem sogenannten Beschlagwerk ähnelt. Beschlagwerk, das zum Beispiel auf, das zum Beispiel auf Holztruhen war oder auch an Türen. Und sowas Ähnliches befindet sich auch hier, direkt am Übergang zum nächsten Haus. Und hier war dann auch vor Jahren die Zerstörungsgrenze, als hier 43, 44 die Brunnenstraße schwer getroffen wurde. Gehen wir nochmal zurück. Da ist der Goldene Löwe, das Holzhausschild. Wahrscheinlich, so wie es ausschaut, aus dem 19. Jahrhundert. Schöner, vergoldeter Löwe. Ob es wirklich Gold ist oder Ölvergoldung oder was auch immer, sei dahingestellt. Viel zu hoch zum Abkratzen, das zum Thema. Hier war das Zunfthaus der Cannstatter Fischer- und Flößer- und Schifferzunft. Flößer selber gab es nicht allzu viele, aber vor allen Dingen Schiffer und Fischer. Sprechen Sie das mal schnell hintereinander aus. Das war im 18. Jahrhundert und hier hatten sie ihren Laden, also das heißt ihre Truhe dort, wo sie zum Beispiel ihren Vereinshumpen hatten und andere Dinge mehr, ihre Kasse, um Geld für sich selber, auch im Todesfall für die Familien zu sammeln. Und diese Cannstatter Fischer- und Schifferzunft, die galt auch für das ganze Oberabt Cannstatt. Ja. So, und jetzt gehe ich auf die andere Seite und da sieht man jetzt den großen Aufbau am Dach vom Gebäude, vom Lagerhaus. Das Lagerhaus selber, so aus dem 16. Jahrhundert wahrscheinlich. Und ich mache es wieder kleiner. Man sieht hier vorne, bin gleich bei Ihnen, hallo, guten Morgen. Man sieht hier vorne, das ist um 1900 gemacht worden, als hier eine Art Volkscafé hineinkam in das Gebäude. Im ersten Stock war dann die jüdische Schule für die jüdische Gemeinde. Also dort kamen die jüdischen Kinder, ich denke mal am Nachmittag außerhalb der normalen Schulzeit, dann noch zum Beispiel Hebräisch gelernt, die Gebete entsprechend und so. Und die oberen Stockwerke, die waren halt als Lagerhaus gedacht und der Hafen war ja auch nicht weit in der Zeit. Und wenn man jetzt an das Gebäude noch rangeht, dann sieht man hier noch ganz witzige Details. Unter anderem, das Gebäude gehört heute noch der Stadt Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart. Da ist die Hausnummer, Brunnenstraße 7. Und hier, das ist total witzig, da ist noch eine Aufschrift erhalten, dass man hier also von, kann ich selber kaum lesen, 5:45 bis 9 Uhr, dass man hier irgendwie keine Fahrräder abstellen darf. Das ist also eine Aufschrift, die sicherlich schon aus der Zeit um 1900 stammt.
Und ganz oben, da ist die Cannstatter Kanne, die ja ein Symbol für die Selbstständigkeit Cannstatters war, auch wenn das zum 1. April 1905 kein Scherz aufgehört hat. Ja, das war's jetzt erstmal für heute und der nächste Film kommt gewiss. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.